Also, wo steht die Mobile? Das ist die Frage. Und vielleicht in diesem Jahr in Richtung WM nach London. Das wäre für Timo schon richtig gut. Da gibt es ja auch so viele Fehler in seiner Entwicklung. Aber ein sehr sympathischer Kerl, der Junge von der EG Farbtex Nord-Schwarzwald. Und er ist ja mitten drin in seinem Läuferleben, Jahrgang 91. Er geht also noch ein bisschen was. 28 geht mal an. Ein bisschen ruhig natürlich, aber durchaus Entwicklung. Und Timo Benes, der kommt jetzt schon vor, auf Position 3, wenn man den Hasen wegrechnet. Jetzt wird er einsatzen. Das nächste Highlight bei uns, die 1000 Meter, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, Pascal Kleier. In alter Form jetzt wieder, möchte man sagen. Dann mit der neuen Arthur Ostkowski. Und eine 56, alles noch im gemäßigten Bereich. Pascal Kleier, da sind wir auch mal gespannt, wie weit er natürlich auch in diesem Jahr seine Fähigkeiten ausspielen kann. Für ihn ist es so gut. In 20 Meter, da will er sich natürlich qualifizieren. Dahinter kommt jetzt schon Benes in Rot an Ostkowski, aber der hat jetzt ein paar Probleme. 600 Meter, 1,24. Benes, Mischler, Kleier, Bäuerle. Dennis Bäuerle immerhin auch Zweiter der Deutschen Meisterschaft 2014. Jetzt kommt der Franzose, jetzt kommt Pascal Kleier. Mischler, Kleier, Benes, da wird er arbeiten. Das erinnert an Nils Schumann, wie der Benes sich da durchkann. Und dann geht er immer noch mal in den und dann ist keiner mehr auf der Linie hier. 2,21,98, Gratulation, Timo Benes.